Ich kenne Leute, die viel mehr Trading-Wissen haben als ich, verdienen damit aber nichts. Warum ist das so? Heute rede ich mal über die Notwendigkeit, auch ins Handeln zu kommen. Was so banal klingt, kann aber so unglaublich schwer sein. Und wie immer gehe ich natürlich auch auf meine Wochenperformance ein. Viel Spaß! Mein Name ist Alex Kaspareit. Herzlich willkommen hier auf dem InsiderWeek-Kanal. Wenn du nicht ins Wasser springst, dann wirst du auch nicht das Schwimmen lernen. Nur die Aktiven, die können sich ihre Welt gestalten. Alle anderen, die müssen akzeptieren, wie sie ist. Sie können meckern und sich aufregen oder sie fangen an, proaktiv an den Schrauben zu drehen, die eine Lösung bringen. Wir sind keine Schafe, die zwar mal blöken, dann aber wieder hinter der Masse herlaufen. Wir gehen unseren eigenen Weg, weil wir ein Ziel vor Augen haben, weil wir unser Potenzial ausschöpfen wollen. Wir wollen alle Geld mit dem Trading verdienen. Du wahrscheinlich auch, sonst würdest du dieses Video ja gar nicht schauen. Doch sind viele auch gar nicht bereit dazu, ihre Komfortzone zu verlassen. Wir machen uns das gerne gemütlich und bequem, das verstehe ich. Doch umso länger man in diesem Zustand verweilt, umso schwerer ist es auch wieder aufzustehen. Und ich will jetzt auch gar nicht wieder die Du-bist-ein-Gewinner-Parolen rausholen. Schaut euch da gerne mal ältere Videos von mir an. Trading, das zieht oft Menschen an, die meinen, eine einfache Möglichkeit gefunden zu haben, Geld zu verdienen, ohne viel Zeit oder Anstrengung aufbringen zu müssen. Seien wir ehrlich, diese Vorstellung, die hat uns alle mal zum Trading gebracht. Mich auch. Diejenigen, die erkannt haben, dass es leider nicht so ist, jedenfalls nicht sofort, die sind entweder wieder abgesprungen oder haben alle Energie aufgebracht, sind den Weg gegangen und haben es dann irgendwann geschafft. Wir haben gerne unser Ziel vor Augen. Viel Geld, wenig Aufwand, ein Leben ohne Kompromisse. All das ist auch möglich, doch zuvor, da muss man es sich erarbeiten. Und das geht nun mal nur, wenn man auch die Komfortzone verlässt und beginnt, den ersten Schritt zu gehen. Es ist der erste Schritt, der so schwer ist. Doch der erste Schritt, der beginnt mit einer so unglaublich simplen Sache, die fast keiner von uns auf dem Zettel hat. Mit dieser Sache, da wird euch all euer weiteres Vorgehen wie ein Spaziergang vorkommen. Na, was könnte ich wohl meinen? Eine Entscheidung. Du kannst dein Leben so weiterleben, wie es ist. Niemand muss ja was ändern. Uns allen geht es ja auch mehr oder weniger gut. Unser Nest aus Bequemlichkeiten und Kompromissen, das ist jetzt nicht das Schlechteste. Und unser Handeln, das ist auch selten existenziell motiviert. Doch du willst das Trading als ernsthaftes Business betreiben? Dann treffe die Entscheidung und mach es einfach. Ich werde dir jetzt einen Plan verraten, wie du erfolgreich wirst. Und das hat jetzt auch gar nichts mit unserem Trading-System zu tun oder mit unserem Coaching, aber ich garantiere dir Erfolg, egal was du dir im Leben auch vornimmst. Wow, das klingt jetzt wirklich sehr hochtrabend, ich weiß. Aber lass mal den Gedanken zu, denn er bringt dich überall dahin, wohin du auch hin möchtest. Erstens, triff eine Entscheidung. Und nicht so eine halbherzige Wischi-Waschi-Entscheidung, sondern eine klare. Etwas, worauf man dich auch festnageln kann. Etwas, wofür du mit deinem Namen stehst. Etwas, wofür du auch deine Hand ins Feuer legst. Triff eine Entscheidung. Zweitens, mach es einfach. Da du nur weißt, dass du es machen wirst, weil du ja eine Entscheidung getroffen hast, dann sagst du dir, mach es einfach. Und dann geht's los. Du machst dir einen Plan, du schmückst dir das Ziel so bunt und schillernd aus, wie es nur geht. Think big, denn das motiviert dich. Mach es einfach und starte mit dem ersten Schritt, denn das ist auch der schwerste. Alle weiteren sind ja bereits vorgegeben. Nur der erste Schritt, der ist fremdes Terrain. Drittens, halte durch. Auf dem Weg, da wirst du immer wieder auf eine Abzweigung kommen und auf dem einen Schild, da steht Problem und auf dem anderen Schild, da steht Aufgeben. Es geht aber keinen Weg zurück und Aufgeben, das ist natürlich keine Option, denn du hast ja eine verbindliche Entscheidung getroffen. Also gehst du das Problem an und machst immer weiter. Und dann wirst du das Ziel natürlich auch erreichen. Du bist wie eine Rakete, die ins All geschossen wird. Alle Anstrengung, die ist am Anfang. Es muss unglaublich viel Energie aufgewendet werden, um vom Boden abzuheben. Es geht nur langsam vorwärts und das Ziel, das ist so weit weg. Nicht wenige, die verbrennen bei dem Versuch. Doch wenn die träge Masse erstmal in Bewegung kommt und sich immer weiter bewegt, dann kommt die Geschwindigkeit hinzu und der Prozess, der entfaltet sich. Immer höher, immer schneller Richtung Ziel. Der Start, der ist schwer, der Weg, der ist zum Teil sehr ungemütlich, aber der Blick auf die Erde aus dem All, der ist unbezahlbar. Das Süße, das ist niemals so süß ohne das Saure. Wir brauchen diesen Kraftakt am Anfang, sonst würden wir unser Ziel ja auch gar nicht genießen können. Gehe nicht gelassen in die gute Nacht. Brenne, rase, wenn das Dunkel sich legt. Dem sterbenden Licht trotze, Wut entfacht. Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Bis dahin, da kämpfen wir uns durch. In diesem Sinne, triff deine Entscheidung. Und wenn du nicht weißt, wie du anfangen sollst, dann klick einfach mal hier oben auf diesen Link. Nun erstmal zu meiner Wochenperformance. Die letzte Woche habe ich mit einer offenen Position im Zucker beendet. Dieser Trade, der ist immer noch offen und steht nun mit einem satten Buchgewinn von $29.904. Als ich euch in der KW28 am 19.07., also circa vor einem Monat, Zucker zum ersten Mal vorgestellt habe, da war der Kurs noch bei $17.60. Ich war so überzeugt von dem Ausbruch, dass ich mich dazu entschloss, ausschließlich diesen Markt zu handeln und das mit einem erhöhten Risiko. Und die Rechnung ging auf. Ich hatte in der Folge einen satten Gewinn von $21.458. Durch eine Korrektur bin ich aus dem Markt gegangen und habe den Wiedereinstieg dann aber mit geringerem Risiko gemacht.
Statt 21 Kontrakten bin ich nur noch mit 15 Long gegangen. Statt den 6% Risiko waren es jetzt allerdings nur 4%. Doch dann kam der starke Ausbruch, den ich bereits zuvor erwartet hatte. Ich will mich nicht beklagen, der Buchgewinn von fast $30.000, der gefällt mir außerordentlich. Der Kurs steht inzwischen bei ca. $20. Mein Gesamtergebnis bleibt diese Woche also unverändert bei $97.716, aber mein Buchgewinn, der steigt auf $29.904. Ob die aktuelle Bewegung im Zucker nun ihren Höhepunkt erreicht hat und nun erstmal wieder in die Korrektur wechselt, das kann ich natürlich nicht sagen. Ein guter Teilgewinn ist aber auf jeden Fall gesichert. Und zu den anderen Märkten. Kaffee konsolidiert auf hohem Niveau. Das Momentum steigt zwar, aber ob der Höchstkurs von vor zwei Wochen bei 217,95 so bald wieder erreicht werden kann, das ist natürlich ungewiss. Mögliche Einstiege wären in der nächsten Korrektur aber machbar. Kakao ist in einer starken Bewegung, da würde ich dem Markt jetzt nicht hinterherrennen, sondern ebenfalls auf eine Korrektur warten. Grains sind gerade auch sehr spannend, wie zum Beispiel Soybeans. Diese kamen zuletzt etwas zurück und bieten gegebenenfalls neue Einstiege. Die Exporte nach China zeigen, dass auch auf diesem Preisniveau Interesse besteht und gegebenenfalls weitere Käufe in den Markt holt. Das Wetter im August, das ist auch weiter zu beobachten, welches die Ernte empfindlich beeinflussen kann, denn das ist der kritische Monat. Starke Stürme, aber auch wieder Rekordhitzen stehen in Aussicht. Soviel erstmal zu meiner Trading-Performance und den Aussichten. Drück mir gerne die Daumen, dass ich gut aus meiner Zuckerposition rauskomme und sei bitte auch nächste Woche wieder mit dabei. Starte mit einer Entscheidung und brech dir dein Gesamtziel in kleinere Etappenziele runter, dann wirst auch du dein Ziel erreichen. Ich bin ja auch noch lange nicht am Ziel, aber ich bin auf dem Weg. Und deswegen weiß ich auch, wie schwer es ist zu starten. Auch ich habe lange Zeit Gründe gefunden, warum etwas nicht geht, bis ich für mich eine Entscheidung getroffen habe. Und siehe da, es geht doch. Ich hoffe, ich konnte dich erreichen. Lass es mich natürlich gerne auf bekannten Wegen wissen. Vielen Dank dafür. Nun wünsche ich dir einen guten Start. Bis zum nächsten Video. Dein Alex von InsiderWeek. Hier oben, da geht's direkt zum letzten WASDE-Bericht und zu den Aussichten der Softmärkte. Darunter, da findest du unsere kostenlose Grundausbildung. Und hier rechts, da kannst du den Kanal abonnieren. Bitte erst abonnieren, dann zum nächsten Video. Viel Spaß!